Der Brabus G900 Rocket Edition soll die logische Umsetzung des 4,5 Liter V8 Motors in das G-Modell sein. Für uns war wichtig, dass wir neben dem 4,5 Liter 900 PS Motor das Auto auch vom Außen noch mal deutlich differenzieren zum bestehenden Brabus WhiteStar Programm. Dafür haben wir viel zusätzliche Carbonbauteile am Fahrzeug verbaut, eine spezielle Frontlippe, Heckdiffusor, zusätzliche Kotflügelverbreiterung, ebenfalls in Kohlefaser, die dieses Fahrzeug halt mehr in eine sportlichere, tiefere, breitere Optik überführen sollen. Schmierstoffe in der Summe bei der Entwicklung bei Motoren ist für uns eine ganz elementare Sache, weil natürlich viel reinkommt. Wir haben das Thema Reibungsverluste. Wir gehen grundsätzlich bei den Ölen immer auf relativ niedrigviskose Öle, dass wir wenig Leistungsverlust haben in dem Bereich. Das trifft aber genauso neben dem Motor die Getriebe. Und wenn man so niedrigviskos ist, braucht man ein Öl, das natürlich trotzdem die entsprechende Langlebigkeit gegen Scherkräfteinflüsse hat und natürlich auch bezüglich Kraftstoffverdünnung unempfindlich ist. Also all diese Themen, die man über die Laufzeit hat, müssen diese Hochleistungsschmierstoffe dann entsprechend auch nicht nur Hochleistung auf den Punkt bringen, sondern das kombiniert mit der kompletten Alltagstauglichkeit und Servicefreundlichkeit, wie das jeder Standard Mercedes halt auch bietet. Da können wir keine Kompromisse machen. Ein starker Partner für uns ist Motul, wo wir wirklich seit vielen Jahren mit der Entwicklung eng zusammenarbeiten, weil es immer mal Besonderheiten gibt. Also Motul unterstützt uns natürlich nicht nur bei den Betriebsstoffen fürs Fahrzeug, sondern auch bei den ganzen Industrieschmiermitteln, die wir brauchen, zum Beispiel bei der Blockbearbeitung. Wir haben ja einen eigenen CNC-Bereich, das heißt, das Kurbelgehäuse wird komplett bei uns im Haus auf einer 5-Achsen-Fräsmaschine entsprechend umbearbeitet, eben für die Hubraumerhöhung von 4 auf 4,5 Liter. Und dafür brauchen wir natürlich entsprechende Schmier- und Kühlmittel. Auch die beziehen wir aus dem Industriebereich von Motul, damit wir eben diese Gehäuse entsprechend schonend bearbeiten können. Also das ist das Thema, was für uns wichtig ist. Wenn wir einen Technologiepartner haben, wollen wir auch Technologie partnerschaftlich teilen. Und dafür brauchen wir dann eben auch die Kompetenz und die Entwicklungs-Know-how. Und den haben wir und da sind wir ganz glücklich drüber.